Fitness besteht ja aus verschiedenen Faktoren. Aus der Ausdauer, aus der Kraft und aus der Beweglichkeit. Beweglichkeit tun wir mit unserer Gymnastikschule. Und das ist sicher der beste Weg, damit wir das erreichen. Die Ausdauer versuchen wir auch ein bisschen zu berücksichtigen, ebenso Kraft. Aber vor allem die Ausdauer. Natürlich müssen wir da dazu gehen, Lauf machen. Wir müssen schwimmen eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde. Wir müssen Velo fahren eine halbe Stunde und so weiter. Wir versuchen aber allerdings mit unserer Ausdauerübung, die eine Minute lang dauert, unseren Puls etwa auf 160 oder 180 gut zu treiben. Wenn sie gut trainiert sind, 120. Das sieht folgendermaßen aus. Ich habe hier vorgesehen, Laufen an Ort. Das wollen wir noch schnell ausführen. Oder mit Variationen. Knie hoch. Oder hinten hoch. Oder seitwärts. Oder eben wieder voll. So. Das wäre unsere Ausdauerübung, die ungefähr eine Minute würde dauern. Wenn ihr das zu viel ist, dann hören sie einfach auf. Sie setzen aus. Wenn sie das Gefühl haben, jetzt ist es zu viel für sie. Am anderen Tag probiert sie es wieder. Und am Schluss der Woche wird es ihnen viel besser gehen. Ich hoffe, dass ich sie die folgende Woche jetzt bei mir am Morgen früh beim Frühturnen habe. Darf ich auch sie dabei erwarten?